nicht sexy aus. Ja, mega sexy. Vlog auf dem Kanal. Und heute werde ich geschminkt. I'm back. Von Flo. Ich freue mich absolut gar nicht drauf, aber Leute, was macht man nicht alles für die Videos? Mal schauen, ob dann meine schönen Pickel, also ich finde die wunderschön, irgendwie finde sie hässlich. Was hältst du davon, Flo, meine schöne Pickel? Wunderschön. Ja, das dachte ich mir, also, aber die wollen sie weg haben, also mal gucken, ob die Pickel weggehen. Los geht's mit dem Schminken. Yeah. Und jetzt dann klar. Was machen wir jetzt schon mal drauf? Augencreme. Wofür ist Augencreme? Damit du das später abkriegst. Gut, super. Und Leute, bei 10.000 Likes werden wir Ruby schminken. Oh. Stimmt's, Ruby? Okay, Leute, da ist ein schöner Make-up-Kasten. Bubble. Und jetzt raten wir eben und ich, wie viel der kostet. Ungefähr. Das ist dick viel drin. Sagen wir mal 450 Euro. So viel? Ich sag 400 Euro. Wow, riesen Unterschied. Dann sag ich 300 Euro. Ich würde sagen, das geht schon deutlich über 450. Was? Habe ich in einem Monat verdient. Mehr als 450 Euro? Hä, hey, lass den mal mitnehmen. Ich sehe die Pickel schon gar nicht mehr. Nee. Das fühlt sich so eklig an. Ey, wie machen das Mädchen? Widerlich! Bah, habe ich viele Pickel. Man hatte halt wirklich 30.000 Layers auf seiner Fresse. Oha, du siehst so weiß aus auf der Kamera auch. Sieht sexy aus, das sehe ich auch nicht mehr. Wenn jemand jemals so sexy geschminkt werden will wie ich, hi. Hello there. Dann schreibt Flo auf Instagram an, weil sie ist eine professionelle Make-up-Artist. Aber sie kann natürlich... Professionell ist man erst, wenn man Geld damit verdient. Gleich eins aufs Maul. Schreibt sie an, wenn ihr irgendwie mal was wollt. Ich schieße den Namen. Oder da, oder da, oder da, oder da. Auf ihrem Gesicht. Nice. Es fühlt sich genauso an, als wäre das richtig scheiße für die Haut. Ist es ja auch. Und zwei Stunden später, Leute, ich habe mich noch nicht gesehen, aber ich glaube, ich sehe schon sehr, sehr sexy aus. Also, was schreibt man? Also, schaut mal hier oben, da ist ein Poll. Wie sexy sehe ich aus? Von 1 bis 10 ist sexy, sexy oder sexy? Und jetzt kriege ich erstmal schön Wimperntusche drauf. Hasse ich über alles. Ich war mal beim Theater und da muss ich das auch machen. Das ist aber der größte Abfuck. Oh, shit, ich sehe mich gerade in der Kamera. Hey, Baby. What the fuck, ich sehe. Oh ja, ich sehe aber wunderschön aus, ganz ehrlich. Jetzt kommen die Lippen, meine Damen und Herren. Darf ich eigentlich reden, ne? Nö. Okay, Leute, jetzt werde ich mich das erste Mal im Spiegel sehen. Sorry, aber ich finde mich richtig eklig. Aber ich, ey, wo ist meine Pickel? Ey, ich hab keinen Pickel mehr! Alter, also ich verstehe es gerade echt nicht. Meine Lippen sehen so Photoshop aus. Oha, ja. Irgendwie von 1 bis 10, wie sexy sehe ich aus? 10. Aber wie sehe ich davor aus? 1. Okay, jetzt sehe ich unglaublich sexy aus. Und jetzt werde ich erstmal auf Instagram eine sexy Story machen. Oh mein Gott, Leute fragen, wie sexy sie mich finden. Und dann können wir am Ende des Videos sehen, was Leute sagen zu meinem sexy Gesicht. Ey Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, wie sexy ihr mich findet. Ich komme jetzt dick schwul rüber. Dieses Video hat mich wirklich inspiriert, einfach Dinge zu machen, einfach neue Dinge zu erleben. Deswegen wird dieser Kanal jetzt nicht mehr normale Vlogs hochladen, sondern werde ich jetzt Beauty-YouTuber. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem brandneuen Make-up-Tutorial-Video. Heute bin ich mit meiner allerliebsten Flo hier. Hi. Oh mein Gott, hi. Oh ja, ich freue mich so. Okay, ich rufe jetzt Till an, dass er mal rauskommen soll. Hoffentlich geht er ran und dann werden wir mal seine Reaktion sehen. Hat jemand keinen Bock auf dich? Warum denn? Ich verstehe ich nicht. Verstehe ich aber nicht, Leute. Till? Ja? Kannst du kurz rauskommen? Bist du gerade zu Hause? Ich bin gerade in Frankfurt. Oh, das ist unfortunate, schade. Okay, schon ein paar Leute haben unter die Story kommentiert, zum Beispiel der Emil Puskanik. Emil, sexy Sydney, also Leute, man sagt, ich sehe sexy aus as fuck, eine 20 von 10. Sammy! Es gibt kein Wort, welches das je beschreiben könnte. Kein noch so tolles Wort würde beschreiben, wie sexy du bist. Halleluja. Ah! Wir rufen jetzt Janis an über FaceTime und mal gucken, was er sagt. Hey, Schatz! Und? Wie sexy sehe ich aus? Hey, warum hast du mich nicht bei FaceTime angerufen? Das war jetzt nicht keine Antwort auf die Frage. Wie sexy sehe ich aus? Ja, das Problem ist halt schon sexy, aber es ist halt mega verpixelt.
Ach fuck, dann rufe ich dich mal über FaceTime an, wenn du mich nicht so siehst. Also ich bin schon einer der attraktivsten Leute aller Zeiten. Was sagt Marie? Sie hat, als sie die Story gesehen hat, ach du Scheiße gesagt. Ey, weil ich so schön bin natürlich. Hast du eben schon geküsst? Ach, nee, mach ich jetzt. Oh! 30! Und der Rache wieder, ich hoffe, dass ich mein Lab und nicht lag! Und wenn ihr mehr Videos schauen wollt, von diesem sexy Arsch, dann... abonniert ja. Habt einen schönen Tag. Das ist der Sydney. Verabschiedet euch. Er verabschiedet sich. Ich glaube, so viel Scheiße. Tschüss.